Erinnert ihr euch noch daran? Die Läden von Abercrombie & Fitch, deren Eingänge mit halbnackten, durchtrainierten Männern flankiert waren, denn dicke Menschen und Normalos sollten erst gar nicht auf die Idee kommen, dort einzukaufen. Es ging sogar das Gerücht um, man könne zurückgewiesen werden, wenn man der Markenlinie nicht entsprach. Und die war bis vor einiger Zeit ziemlich diskriminierend oder wie man heute sagen würde, Bodyshaming. Der Erfinder Mike Jeffries wollte nämlich nicht, dass Menschen über der Kleidergröße 38, in seinen Augen übrigens schon L, seine Designs tragen. Aber jetzt hat sich Abercrombie überrascht gewandelt und ist divers und inklusiv geworden. Nicht nur schwarz und asiatisch aussehende Menschen machen jetzt Werbung auf der Website, sondern sogar dicke. An sich eine gute Sache. Aber im Fall von Abercrombie ist es an Bigotterie nicht zu übertreffen. Jahrelang beruhte die PR und der Erfolg der Marke auf Diskriminierung von Dicken und Verherrlichung von Untergewicht. Letztlich springen sie natürlich einfach auf den Zeitgeistzug auf und haben verstanden, dass sich Klamotten jetzt eben besser mit einem diversen Menschenbild verkaufen lassen und nicht mit ausgehungerten Blondinen.